Wir sind der SC, SC Potsdam. So, nun kommen wir zu seinem ersten Aufgabenblock. Hier geht es ums obere Zuspiel bzw. ums Pritschen. Hier kommt unser Hefter zum Einsatz. Ihr habt ja also ein Hefter aus der Schule noch. Ja, wie gesagt, das Deckball ist immer wichtig, weil ihr wollt es ja irgendwann bei uns abgeben. Und dann kommt die erste Aufgabe, Pritschen. Diese Arbeitsblätter könnt ihr euch auf unserer Homepage, auf der Volleyballseite unter rossishausaufgaben.de als PDF-Datei downloaden. So, bei diesen Übungen ist jetzt wichtig, dass ihr immer darauf achtet, was oben für Hinweise stehen. Ich will nochmal erklären, wie gezählt wird. Ja, und dann kommen zu den einzelnen Übungsformen noch Hinweise. Um euch ein besseres Gefühl zu vermitteln und euch nochmal richtig darzustellen, wie die Übungen ablaufen sollen, wird Helene jetzt die Übung einzeln noch einmal für uns vormachen. Ja, und ich werde ein bisschen was dazu sagen, was wichtig ist und worauf es ankommt. So, die erste Aufgabe ist relativ einfach. Und zwar geht es darum, den Ball einfach hoch zu pritschen. Hier achtet darauf, dass wir an die Sachen denken, die wir im Tutorial gesagt haben. Das heißt, dass immer wieder Schale, Abschluss gilt, ja, die Daumen gehen zurück zum Gesicht, ja, Hände werden gestreckt, lasst euch kurz Zeit, eure Hände zu sehen. Und nochmal wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, dass das ganze Gesicht zu sehen ist. Gut, hier gibt es die Aufgabe von 20 Wiederholungen. Das mag jetzt für ganz viele von euch sehr, sehr einfach sein. Aber wie gesagt, wir machen ja auch Angebote für die ganz Kleinen. Ja, also wie gesagt, die erste Aufgabe ist relativ einfach, vor allem für welche, die schon lange Volleyball spielen. Aber es wird noch schwerer. So, Aufgabe 2 ist dann dreh dich pritschen. Das heißt, Helene spielt den Ball hoch und macht immer eine 90-Grad-Drehung. Ja, also Nasenspitze, Bauchnabel, Fußspitze, ja, zeigt immer abwechselnd nach Nord, Süd, West und Ost. Und ja, wenn ihr drei Runden geschafft habt, kriegt ihr also eure 12 Punkte. Ja, auch dies ist eine Übung, die sicherlich viele von euch machbar ist. Aber wie gesagt, gerade die Jüngeren haben daran sicherlich ein bisschen zu üben. So, dann kommt die dritte Übungsform, das ist nochmal so Push-Up-Volleyball. Das heißt, ihr legt euch auf den Rücken, spielt den Ball sauber hoch. Ja, für die Kleinen immer wirklich wichtig, durchs Dreieck zu gucken, ja, sauber hoch zu spielen. Für die Kinder ab der U14 und auch für alle Jüngeren, die sich da schon zutrauen, kann man noch als Zusatz dazu nehmen, nach dem Hochpritschen einmal mit beiden Händen die Knie zu berühren. Das ist dann schon entsprechend schwerer. Ja, ihr seht, auch bei uns klappt nicht immer gleich alles. Aber wie gesagt, es geht auch darum zu üben und nicht gleich alles zu können. So, hier ist die Aufgabe, das Thema zu schaffen, ja, und entsprechend dort die 10 Punkte einzutragen. So, die nächste Aufgabe ist der Kuckuck. Ja, haben wir uns ganz Namen jetzt so ausgedacht. Und sie geht es darum, nach dem nach oben pritschen, einmal die Handflächen zum Gesicht zu drehen, komplett also in die Hände zu gucken. Ja, die Übung ist zweifach sinnvoll. Erste Aufgabe ist, ihr lernt wirklich, also der erste Pluspunkt ist, ihr lernt wirklich nochmal mit eurem Handgelenk zu arbeiten. Wichtig ist hier bei dem Ball, die Hände nicht zu früh zurückzudrehen, sondern wirklich erst kurz bevor der Ball bei eurem Spielkorb landet, die Hände zu drehen. Und die zweite Sache ist natürlich, jede Zusatzbewegung sorgt ein bisschen für Stress. Das heißt, ihr müsst unter Zeitdruck genauer arbeiten, ja, und schnell wieder in die Position kommen. So, dann kommen wir zur fünften Übung. Hier wäre gut, wenn ihr euch draußen irgendwie im Garten, ja, vielleicht auf einem offenen Gelände versucht daran. Man schafft es vielleicht auch in der Wohnung, aber dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, das heißt, Leni spielt den Ball jetzt hoch. Ja, Ball fällt einmal auf, wieder sauber runter, ja, spielt den Ball wieder hoch. Wie ihr seht, möglichst auf der gleichen Stelle bleiben, damit ihr keine anderen stört, beziehungsweise die Kamera wild bleibt. Und genau, das ist quasi die fünfte Übungsform. Hier wieder schafft ihr es 10-mal nacheinander, kriegt ihr eure 10 Punkte. Entscheidend ist wirklich immer nacheinander schaffen. So, die nächste Übung, wie wir es vorhin schon mal erlebt haben, mit einem Partner. Das muss einfach niemand sein, der einen Ball gerade auswerfen kann. Muss also kein Volleyballer sein. Ja. So, Leni bereitet sich wieder vor. Schrittstellung, Daumen zeigen zum Bauchnabel. Ja, ihr werft den Ball möglichst genau. Ja, pritscht den Ball zurück.
Lasst euch Zeit, guckt auf euer Abschlussbild. Ja, Hände kurz einfrieren lassen. Ja, immer wieder so laufen, dass der Ball über der Stirn ist und man euer ganzes Gesicht sieht. Ihr guckt natürlich durchs Dreieck, wenn der Ball anfliegt oder auch geht. Ja, gut, für alle, die jetzt schon etwas älter sind und natürlich eine Variante mit zwei Volleybällen, weil es auch noch für euch sicherlich zu einfach ist. Ja, hier muss natürlich auch derjenige, der wirft, ja, das auch hinbekommen. Wichtig ist wirklich Ruhe bewahren, Ball kommt, erst dann den nächsten Ball werfen, dass ihr also nicht in Hektik verfallt. Ja, und hier wird es automatisch dazu kommen, dass der Ball auch immer ein bisschen links-rechts fliegt. Ja, wichtig ist wieder schnell runterlaufen, vom Abschlussbild in die Vorbereitung, ja, schnell kurze Schritte. Ball ist aber wieder verstanden. So, dann als letzte Aufgabe gibt es eine Aufgabe, wo ihr den Ball pritschen müsst und zeitgleich noch eine Handlung mit den Beinen und Unterkörper vollführen müsst. Das heißt, nehme ich für den Ball jetzt hoch, ja, behält ihn, kurze Pritscher, kurzer Ballkontakt, sagen wir so schön, der Ball ist heiß. Das heißt, wenn man den Ball länger in der Hand halten würde, würden die Finger verbrennen. Und Lini geht jetzt also in den Schneidersitz. Ja, gut. Und geht einmal wieder hoch. Gut. Und wer das schafft, bekommt zusätzlich 10 Punkte. Also, nachdem ihr alle diese Übungen jetzt durchgegangen seid, tragt ihr jeweils hier in den Kästchen eure Punktzahl ein, rechnet die Punkte am Ende zusammen und damit habt ihr auch schon die Aufgabe Pritschen erfüllt. Wenn es nicht gleich klappt, macht euch keine Gedanken, übt fleißig weiter, ja, bis ihr vielleicht alle Übungen schafft, vielleicht auch die, die am Anfang schwer oder zu schwer erscheinen. Ja, wichtig für uns, dass ihr den Ball bewegt. Alles gut, viel Spaß mit dem Aufgabenblock Pritschen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind der SC Potsdam.